Hallo, ich bin live. Heute ist immer noch der 16. Februar 2024. Ich habe heute Morgen ein Kapitel angefangen, das hieß The Scarab, der Mistkäfer, ist das in Deutsch. Und sie hatte diese gefunden im Dachboden, oder sie sind im Dachboden gefunden worden. Die hat Bunny bekommen, der Bruder von Daisy. Ich glaube, das war 1892. Jedenfalls erzählt sie dieses und entschließt sich, Psychometry zu machen, also diese Scarabs zu lesen. Scarabeus ist es in Deutsch. Und sie war jetzt bei dem angelangt, der blau war, türkisblau. Sie sagte: Das kam nicht von einer Mami. Ich dachte, es war eine Mami, weil sie ist angezogen, was ich gesehen habe, als wenn sie fertig ist für ihre Beerdigung. Denn dieses symbolisiert, dass der Spirit dann frei ist zu reisen in der Suche nach Weisheit. Als ob ihr erdlicher Körper ihn losgelassen hat. Über eine Stunde beschrieb ich, was ich sah. Wie ein junges Mädchen, die Sekita genannt wurde, von dem Tempel auf Atet genommen wurde, um ein Ordeal zu untergehen, eine Initiation. In dieser Initiation muss sie ihren Körper für 4 Tage verlassen und 4 Nächte. Und am 4. Tag kehrt sie zurück und dann muss sie diktieren, an einen Scribe, an einem Schreiber, was für Erfahrungen sie gemacht hat. Ich bekam immer tiefere Einsichten. Obwohl ich lebendig bin, fühlt es sich an, als ob ich tot bin. Ich kann nicht mehr meinen Körper benutzen als freundlichen Punkt, von dem ich fliegen kann, denn die Kräfte der Dunkelheit sind zu stark. Ich kann nicht in meinen Körper hinein zurückgehen, wenn die schlimmen Bösen kommen. Denn das würde es in ein Gefängnis des Schmerzens machen. Wie kann ich ein helles Licht sein zwischen den Menschen, wenn mein Herz so schlägt, dass es fast aus meinem Brustkorb springt? Werde ich jemals die Sonne wiedersehen? Wird mein Körper jemals wieder meinen Willen gehorchen? Soll ich sein wie Hackett, die es nicht geschafft hat und trotzdem nicht gestorben ist? Sie sitzt in dem Courtyard mit blinden Augen und nassen, hängenden Lippen, gefangen in einen Körper, den nur Fliegen anfassen mögen. Bald werden sie die Maske auf mein Gesicht tun. Meine Augenlider dürfen sich nicht bewegen. Wenn mein Körper meinem Willen nicht gehorcht, wie kann ich denn geglaubt werden? Obwohl es ist ein Spiegel des Gottes. Ich kann fühlen, dass das Schiff sich bewegt. Es ist nicht mehr auf dem Wasser. Sie lassen es runter, tief, in einen Schaft. Es ist sehr kalt in der Passage. Ich kann die Dunkelheit fühlen, obwohl meine Augenlider geschlossen sind. Ich fühle eine Maske auf meinem Gesicht. Gleich werde ich hören, wie diese großen Steine in Position fallen. Jetzt sind alle weg. Einer nach dem anderen sind sie weg. Ich habe das Gefühl, ich lebe in einem riesigen Gong. Die fallenden Steine erschrecken die Stilligkeit. Aber bald wird es wiederkommen. Ich muss mein Herz beruhigen. Es hört sich so laut an in meinen Ohren, dass ich die Stimme der Weisheit, meiner eigenen Weisheit, nicht hören kann.
Be still, my body. Be still and not unworthy. Sei ruhig, mein Körper. Sei ruhig. Und sei nicht unwirtig. Denn wie kann ich dich als Instrument benutzen? Ich muss das erhalten, was ich mir erzählen werde. Ich muss mich erinnern. Klar erinnern, ganz klar erinnern. Weit, weit weg hörte ich eine Stimme, die meinen Namen rief. Nee, nicht meinen Namen. Einen anderen Namen. Joanne, come back, Joanne. Eine leise Stimme, aber insistent. Ich öffnete meine Augen. Leslie lehnte über mich. Er rubbelte meine Hand, von dem er den Scarab entfernt hat. Komm zurück jetzt. Du bist ganz schön lange ausgewiesen. Die Erinnerungen gleiteten weg von mir, wie helles Wasser, das in einen Tunnel fließt. Habe ich klar genug gesprochen für euch, damit ihr es hören könnt? Habt ihr alles aufgeschrieben? Es war sehr, sehr wichtig, was ich tat. Sehr wichtig für mich. Aber ich kann es jetzt schon nicht mehr erinnern. Du brauchst dich nicht zu erinnern. Ich habe alles aufgeschrieben. Obwohl, manchmal hast du sehr, sehr schnell gesprochen. Der blaue Skarab lag auf dem Tisch. Da ist mehr, so viel mehr in diesem, sagte ich. Ich war immer noch nicht ganz wach. Bitte, kann ich noch mehr machen, nach dem Dinner? Du hast schon ganz schön viel gemacht heute, sagte Leslie. Sehr fest. Er sah an seine Uhr. Du bist noch niemals so lange aus deinem Körper gewesen als heute. Heute war der 13. September 1936. So, das war ein kurzes Ende des Kapitels. Das Kapitel 3, dieses letzten Teil des Buches, ist Sakita. Und Sakita ist die Hauptrolle in ihrem, oder die Hauptperson in ihrem Buch. Winged Pharaoh, ein sehr, sehr interessantes Buch. Okay, Sakita lese ich morgen. Happy Friday!